Servus, grüßt euch und hallo, der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen. Transportfieber 2 im wunderschönen Bayern steht an. Und diesmal, naja, ich weiß jetzt auch nicht, Spezialfolge hätte ich jetzt beinahe gesagt. Denn ich habe lange rumgebastelt, rumgeknobelt, rumüberlegt. Und wir werden jetzt, ich habe jetzt auf Stopp gemacht, auf Pause gemacht und wir werden hier einiges ändern. Ich werde den ganzen Bereich hier mal umbauen. Das gefällt mir alles so überhaupt nicht. Vor allen Dingen gefällt mir nicht, dass man da eben, das gehört ja kein weiteres Gebäude und auch das gefällt mir nicht. Das bedeutet, ich lasse jetzt einmal ganz kurz schnell laufen, damit die Busse hier verschwinden und dann machen wir kurz Pause, schnell laufen. Dann kommt eh schon der nächste Bus. Und dann werden wir das hier alles, ja, tatsächlich abreißen. Ja, wirklich wahr, ich werde es abreißen. Ich habe ein bisschen rumüberlegt und rumgetiftelt und ich möchte es alles umbauen. Okay, da kommt schon wieder der nächste Bus. Deswegen machen wir jetzt einmal, na gut, noch einmal schnell da. Ah, kommt schon wieder der nächste Bus. Ja, gut, also dann machen wir jetzt Schluss damit. Dann machen wir es jetzt so. Den verkaufen wir jetzt. Ja, ihr werdet schon sehen. Es wird jetzt echt ein Großprogramm. Und zwar, und deswegen bleiben wir jetzt auch auf Pause, damit ich jetzt auch keinen Fehler machen. Ich möchte es jetzt auch schon langsam machen. Also, Großbauprojekt München Hauptbahnhof. Jawohl, das ist es in Wirklichkeit in echt ja derzeit auch. Und genau dem werden wir uns jetzt anschließen. Also, und zwar folgendermaßen. Wir werden das jetzt einmal abreißen. Wir werden auch den hier nochmal abreißen. Wir werden auch das hier abreißen. So, da lang. Jetzt werden wir erst einmal, damit wir hier gerade Flächen bekommen, bauen wir jetzt hier erst einmal noch Doppelstraßen her. So. Und so. Ich glaube, was anderes müssen wir nicht doppelt machen. Das reicht. Wobei wir ja so viele Doppelstraßen gar nicht haben, gell, in München. Naja, gut, okay. Damit beschäftigen wir uns jetzt später. Ich lasse mich da jetzt vom Plan abbringen, den wir werden hier also jetzt weiterbauen. Und zwar folgendermaßen. Wir werden jetzt auch hier das Hauptgebäude abreißen. Jawohl. Und bauen jetzt hier neue Gebäude her. Und zwar bauen wir hier ein wunderschönes Hauptgebäude her. Und zwar genau hier. Wo können wir auch dann, ja, werdet ihr gleich sehen. So, hat man das schon ein bisschen ausgemalt. So, da. Dann haben wir hier zwei wirklich tolle Nebengebäude, die mit Eingängen versehen ist. Die kommen hierher. Und auch hier kommt noch ein Nebengebäude her. Das schaut super aus. Ich würde sogar sagen, haben wir da ein kleines Nebenseitengebäude für Passagierbahnhöfe. Kleines Seitengebäude mit Straßenzugang für Passagier. Können wir uns überlegen. So. Und jetzt müsste eigentlich hier, ich hoffe, es klappt jetzt, hier, jawohl, klappt es? Nein, das klappt nicht. Okay, dann machen wir Folgendes. Das liegt nämlich an dieser Kreuzung hier. Wir reißen diese Straße ab. So, und jetzt, aha, jetzt schaut es schon besser aus. So, und so habe ich mir das vorgestellt. Das ist doch super. Also das gefällt mir total gut. Dann können da die Leute gleich rübergehen. So, wir lassen ein bisschen Platz, dass wir auch noch ein bisschen Bäume und so bauen können. So, da la. Gut. Dann bauen wir hier eine Straße her. Jetzt hoffentlich, da, hier, so. Hoffentlich erwische ich das gut. Da, so nicht. Es geht. Ich weiß, dass es geht. Es muss gehen. So, da la. Perfekt.
Dann können sogar über diese Straße noch Leute in den Bahnhof gehen. Okay, gut. Also der ist nicht gerade gebaut. Den reißt man nochmal ab. So, nochmal. Jetzt ist er gerade. So, oder? So, jetzt hoffe ich, dass da noch Bäumchen hinpassen. Das werden wir dann jetzt gleich sehen. So. Und jetzt von hier. Genau. So, ist klar, dass wir Ausrufezeichen haben, denn der Bahnhof ist ja weg. Da kümmern wir uns jetzt dann gleich drum. So, da la. Das schaut doch super aus im Moment. Und jetzt wird immer spannender. Also das gefällt mir total gut. Es schaut echt lässig aus. Und ich denke, dann sind wir auch, können wir dann später auch auf die ganz modernen Geschichten umbauen. So, da la. Und jetzt, was wollt ihr jetzt noch machen? Genau, jetzt müssen wir zuerst einmal Werkzeuge hier, das, also hier die Trambahngleise, na, halt, Moment, wie geht das? So, man muss eigentlich nur da her. Genau, dann sind die Trambahngleise wieder weg, da auch, und bauen hierher. So, da la. Jawohl, jetzt stimmt das, jetzt fahrt die Trambahn da rein. Schaut euch die so. Also im Moment, ich mache das mal weg. Ist das nicht lässig? Also das schaut doch total cool aus. Das werden wir jetzt dann noch schön bepflanzen und so weiter, damit das echt richtig cool ausschaut. Und dann könnte man hier vielleicht sogar noch ein zweites Gebäude, Nebengebäude herbauen. Das machen wir auch gleich. Weil ich will, dass das jetzt alles richtig fertig und voll cool ausschaut. Machen wir ein normales. So, da, da. Und dann machen wir sogar noch ein kleines. Könnte man eigentlich den ganzen, naja, wohl, das überlege ich mir noch. So, da, da, das hat ja jetzt alles nicht so viel Geld gekostet. Weißt du jetzt genau, wo hier der Straßenzugang ist? Also hier die kleine Tür oder wie? Okay, gut. Also, das gefällt mir schon mal saugut. Damit haben wir da so einen richtig schönen Vorplatz. Würde sogar jetzt ausnahmsweise den Baum hier wegreißen. Und baue jetzt erst einmal. Machen wir jetzt das nächste. So, jetzt bauen wir mal hier schöne Assets und zwar Bäume und zwar einzelne. Hoppala. Einzelne. Genau. Und zwar, welche nehmen wir da? Okay. So, da, da. Ich weiß jetzt, warum der eine Baum jetzt gerade zu groß geworden ist und die andere zu klein. Wollt man nicht? So, da, da. Okay. Und jetzt ist die Frage, hier möchte ich jetzt eben auch ein paar Bäume setzen, damit das schön ausschaut. Ja, nehmen wir die ein bisschen kleineren. So. So, sehr schön. Das schaut doch schon mal toll aus. Hört mal gut. Okay. Dann geht's weiter. Und hier pflanzt man jetzt auch noch welche. Also, da kriegen wir sogar auch welche hin. Sehr schön. So. So.
daher an die Mitte. Und hier auch welche her. Perfekt. Und ein paar Felsen brauchen wir keine, aber gut, Bänke stehen ja da schon. Schauen wir mal, können wir da noch ein paar Bänke. Naja, aber eigentlich brauchen wir keine Bänke, da stehen überall Bänke, gut. Aber Sträucher, ganz genau, die wollte ich noch. Okay. Kein Platz mehr, weil die Bäume tatsächlich schon den ganzen Platz brauchen. Schade. Aber da geht noch was. Entschuldigung, da habe ich gerade ein bisschen Wasser rauschen. Hoffentlich hat ja jetzt nicht so gestört. So, da la. So. Okay. Und dann hier weg. Kommen wir nicht mehr. Okay. So. Also. Fällt mir schon mal super. Das schaut doch jetzt echt gut aus. Und hier leider können wir unglücklicherweise keinen Gehweg bauen. Das ist, finde ich, sehr schade. Das hätte man jetzt hier schön irgendwie so mit Gehweg ausschraffieren können. Es geht leider nicht. Also, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ich hätte echt einmal vielleicht ein paar Assets laden können. Da muss ich mal schauen, ob ich da vielleicht sogar Maltools. Das gibt es schon. Das ist super. Dann nehmen wir mal das helle Gras. Ein bisschen kleiner. Ich finde das okay, aber anscheinend können wir da. Können wir nicht mehr ändern. Okay, hier können wir es machen. Und ein bisschen Gras hierher machen, aber ansonsten können wir da nicht viel tun. Sehr schade. Okay, gut. Aber vielleicht muss es nicht so ganz genau sein. Also, ich finde es total cool, wie man hier jetzt auch sieht, und das finde ich auch total cool. Das ist auf so einer leichten Anhöhe hier. Und da können aber die Leute trotzdem hier hochgehen. Also, super. Sehr schön. Gut, okay, und jetzt die wichtigen Dinge, denn da warten jetzt noch nicht so viel Leute, wir werden die komplette Linie München, wo haben wir denn die? München, da haben wir die, die werden wir komplett löschen. Wie machen wir das? Alle entfernen, jawohl, und die Münchner Linie wird auch Fahrzeuge auf der Linie, okay. Dann alle werden verkauft. So, und die Linie München wird erst einmal eingestellt. Wir fangen nämlich ganz von vorne an. So. Sehr gut. Also. Und dann lassen wir jetzt hier nämlich die Trambahn fahren. Und zwar fangen wir am besten am Hauptbahnhof an. Und hier ist Aussteigen gesagt. Hier ist Aussteigen. Ich will, dass die Leute hier kurze Wege haben. Einsteigen ist mir nämlich wurscht, aber aussteigen ist wichtig. Und ich hoffe, dass wir es jetzt so hinkriegen. Also, eine neue Linie. Und das ist jetzt nicht die Buslinie, sondern die Tram 1. So, hoppala. Heute. Ah, Entschuldigung. So, Tram 1. Und die kriegt Mama das Rosa wieder. Das hat mir letztes Mal gut gefallen. So, Tram 1, bitte Rosa. So, da. Tram 1, ja, kriege ich es jetzt noch, ich sage, in München. Tram 1. Okay, ich glaube, allzu viele Trams werden wir nicht haben.
Okay. Gut, so, also jetzt. Dann fangen wir da jetzt an. Also das ist einsteigen. Dann hierher. Dann geht es weiter hierher. Dann soll die umdrehen. Es geht hierher. Dann hierher und schließlich und endlich wieder daher. Ganz genau. Okay, so, und bevor ich das jetzt nochmal lese, München Abzweigung, ist das Hauptbahnhof Tram. So. Okay. So, jetzt schauen wir es uns nochmal an. Ah, okay. Das ist Terminal 2. Na, was macht er denn jetzt? Ach komm. Ich muss das anders machen. Die Folge. Also, so, eins. Und da machen wir das jetzt gleich. Ist einsteigen. Okay, dann geht's weiter. So lang. Ist ein- und aussteigen. Dann geht's weiter. Vorher. Ist eigentlich aussteigen. Dann geht es weiter daher. Es ist dann einsteigen. Dann geht es weiter daher. Das ist ein- und aussteigen. Und dann geht es weiter daher. Das ist steigen. So, wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch unsere Trambahnen. Wie viel nehmen wir? Das kommt jetzt darauf an, wie wir das reinpassen. Schauen wir mal. Natürlich die Typ 1, 23, also mindestens 2. Die kosten eh ganz schön viel Geld. Ach, dann nehmen wir 3. Ich bin jetzt ganz locker. 1,2 Millionen. Ja, das können wir uns leisten. km/h. Gut. Und du fährst mal auf die... Wunderbar. So. Und jetzt sollten wir es erst einmal wieder starten. Lassen die Trambahn einmal rausfahren. Und was ich leider nicht beachtet habe, ist... Nein, die kann man eh nicht einfärben. Schade drum, aber okay. So. Und jetzt hoffentlich haben wir alles richtig gemacht. Gut, okay. Also das schaut doch echt super aus. München-Passau, 114 Leute. Es ist ein Wahnsinn. Und dann noch der Autosave dazwischen. Ich glaube da, naja, aber es ist ja 112 Leute. Es ist echt ein Wahnsinn. Das geht, wir geschnitten Brot 34. Gut, das sind jetzt nicht so viel, aber der ist ja jetzt am Ende erst. Du bist ja da drum im Passau wieder angekommen. Also, es ist echt ein Wahnsinn. Und da werden wir uns den jetzt mal schnappen. Ich lasse ihn jetzt trotzdem mal weiterfahren und schauen wir mal, ändern was als für möglich mit der rote Pfeil. Das ist viel zu teuer. Die AE47, ja, die wäre natürlich langsam interessant. Die kann halt 100 fahren. Wie schnell fahren denn die? Die fährt auch fast 90. Also ist wurscht, Dieselloks haben wir noch keine. Und aber alt ist ja noch nichts, oder? Nicht wirklich.
abgesehen von unserem Getreide, ja, mittelmäßig. Also bald werden wir es austauschen und dann, wenn wir es austauschen, überlegen wir uns auch was. Würde ich sagen. Ja, also Geld kommt rein ohne Ende, schon allein die Passau, der Passauer Zug. Das ist ein Wahnsinn, nicht? Was ist das jetzt für einer? Das ist doch der, ach, das ist der Ingolstädter. Ja, genau, der fährt da außen. Wunderbar. Also das schaut gut aus. So wie die sieht, wohl nach Passau im Moment tatsächlich die meisten Leute fahren. Sehr schön. Wunderbar. Noch klappt. Und was natürlich auch zu einem gescheiten Bahnhof dazugehört, und das machen wir jetzt auch gleich. Und wir haben wirklich fast die ganze Sendung jetzt gebraucht und ich finde es total cool, wie es ausschaut im Moment. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Naja, da stehen die jetzt noch ein bisschen an. Warum stehst du da und fährst nicht weiter? Jetzt. Das dauert aber ganz schön lang. Schaut das nicht lässig aus? Ich bin echt total begeistert. Das gefällt mir total gut. Ja, sie sind ein bisschen langsam mit dem B- und Entladen, aber okay. Mei, irgendwann kriegen wir schnellere Trambahnen. Also das gefällt mir total gut. Und wir werden jetzt auch, wie erwähnt, schon, und das machen wir jetzt auch noch gleich, wir rüsten auf die modernen Gleise zu. Nein, das sind es nicht. Wo sind das Gleise? Da sind es. Und zwar gleich mit Oberleitung. Das ist ja vollkommen klar. Achso, wir müssen. Ich glaube, das geht dann gar nicht da, sondern das machen wir über, ganz normal über die Gleise, oder? Gleise, hier, Werkzeuge, Gleise umwandeln. Und da eine Oberleitung hin. Jawohl, so schaut es jetzt langsam nach Bahnhof aus. Wunderbar. Wunderbar. Und dann machen wir das auch noch. So, und dann haben wir also schon mal ein gutes Stück auch auf neue Gleise umgerüstet. Das wird ja so und so bekommen. Also das gefällt mir total gut, muss ich ehrlich sagen. Es ist die Frage, wollen wir vielleicht hier am ersten Bahnsteig, wenn wir schon dabei sind, machen wir es gescheit und dann entschieden ist, vielleicht noch ein Dach hierher bauen. Das sind schon neue Dächer, das machen wir. Wie sich das für den Hauptbahnhof gehört, natürlich komplett die ganze Linie. Kostet das eigentlich Geld? Ganz witzig, gell? Gibt es jetzt nicht, dass das irgendwie Geld kostet? Nein, keine Angst, wir reißen nur das Dach ab. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt zum Schutz gemacht haben, aber also er zieht da auch kein Geld ab. Das bedeutet, das kostet uns wirklich nichts, sondern das ist einfach nur Schönbau vom Feinsten. So, lala. Jetzt suche ich es wieder zum dritten Mal. So. Ja gut, und das war jetzt blöd, gell, weil wir drunter jetzt auch noch die Plattformen haben, die alten. Aber gut, okay, da brauchen wir jetzt, sehen wir ja nicht so. Und wir werden ja später sowieso nochmal auf die ganz modernen Bahnhöfe umrüsten. Also, gefällt mir total gut und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wie man auch sieht, es kommen immer mehr Leute, kommen hier an.
Wie schaut es mit unseren Trambahnen aus? Okay, die sind noch nicht so recht voll. Ich denke, da werden wir jetzt Minus machen. Nein, machen wir gar nicht. Ja, immerhin. Wunderbar. Da warten halt schon wahnsinnig viele Leute. Und da ist die Tram halt auch randvoll. Sehr schön, weil die alle zum Bahnhof will. Und da ist auch voll, oder? Ja, fast. Von den Leuten, die vom Bahnhof zurückkommen. Super. Wunderbar. So soll das ausschauen. Also, ich komme mich gar nicht satt sehen. Und das hat jetzt wirklich eine komplette Folge gebraucht, aber ich finde, das hat jetzt Spaß gemacht. Machen wir kurz Pause. Da geht es das nächste Mal weiter. Und wir müssen das nächste Mal jetzt erstmal so ein bisschen unsere, weil das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, ein kurzer Blick. Ja gut, das macht zwar alles Plus, aber wir müssen echt mal einen Kontrollblick auf alle Bahnhöfe und so weiter werfen. Ja, langsam auch mittelmäßig. Unsere Getreidezüge mal anschauen, das kommt das nächste Mal wieder durch, jetzt wo wir so einen tollen Bahnhof in München gebaut haben. Danke fürs Zuschauen, seid das nächste Mal wieder dabei, sagt der DJ Nick. Danke, pfiat euch, servus.